Ich habe mich auf diesem Kanal ja schon öfter zum Samsung Galaxy S11 geäußert. Ich werde die entsprechenden Videos natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut also auch gerne mal dort nach. Ich werde nicht alle alten Gerüchte wiederholen. Heute gibt es neue Details, unter anderem auch eine Meldung, die ich persönlich nicht so positiv finde. Welche das ist, das erfahrt ihr im Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Samsung wird höchstwahrscheinlich im Februar ein neues Galaxy S-Flaggschiff vorstellen. Das dürfte dann mit einem Exynos 9830 ausgestattet sein, der bisher allerdings noch nicht vorgestellt wurde. Man hat sich dafür die Bezeichnung S-AMOLED sichern lassen. Entweder kehrt man zurück zu einem Super-AMOLED-Display, welches man ja früher beworben hat, oder man hat eine neue Idee für ein Display, einen neuen Namen jetzt ins Marketing gebracht. Aktuell bewirbt man die Modelle mit einem Dynamic-OLED-Display. Im Endeffekt ist das aber auch vollkommen egal, denn Samsung nutzt gerne Marketingnamen für seine Displays. Ich vermute, dass man sich einen neuen Namen überlegt hat, da man zu 120 Hertz wechseln wird. Der Akku wird bei allen Modellen größer werden. Beispiel Galaxy S11 4200 mAh statt 3400 mAh, also ein durchaus großer Schritt, was aber daran liegt, dass man alle Modelle mit 5G bekommen wird. Das S11e nenne ich jetzt einfach mal so, wird man als 4G und 5G Modell bekommen, ebenso auch das S11. Allerdings wird man das normale große S11 Plus nur mit 5G bekommen, was dann auch bedeuten dürfte, dass wir kommendes Jahr kein Samsung Galaxy S11 5G sehen werden, wie es ja in diesem Jahr beim S10 5G der Fall war. Samsung könnte dem Modell eine Kamera mit 108 Megapixel spendieren und hat sich auch höchstwahrscheinlich dafür die Bezeichnung Space Zoom sichern lassen, was im Endeffekt ein Marketingname für einen sehr guten Zoom sein dürfte. Beim Display reden wir weiterhin darüber, dass es ein Loch in der Mitte gibt, allerdings ein recht kleines Loch. Es soll kleiner als beim Note 10 werden und es wird jetzt auch mittig und nicht mehr an der Seite wie beim S11 zu sehen sein. Sprich, man kann davon ausgehen, dass das S11 im Endeffekt wie ein Note 10 aussehen wird. Es wird in den Farben Blau, Grau, Schwarz und Pink unter anderem auf den Markt kommen. Weitere Farben sind natürlich denkbar und ich habe euch hier jetzt einfach mal so ein Renderbild noch eingeblendet. Das ist jetzt kein Leak, das ist auch kein Renderbild, welches basierend auf Cut-Zeichnungen entstanden ist. Die werden dann in ein paar Wochen folgen. Es ist einfach nur mal so ein Mockup, was jetzt ein bekannter Leaker gebastelt hat, der durchaus zuverlässige Gerüchte geliefert hat und der gesagt hat, dass das Samsung Galaxy S11 ungefähr so von der Front aussehen wird. Aber ganz ehrlich, da kann man auch einfach ein Samsung Galaxy Note 10 nehmen. Das Note ist der gute Stichpunkt, denn das ist für seine Größe bekannt, größeres Display, ein bisschen mehr Akku und so weiter. Ihr kennt das, man hebt sich damit auch ein bisschen von den S-Modellen ab, aber im nächsten Jahr, und dieses Gerücht kommt von Evan Blass, der auch sehr, sehr zuverlässige Gerüchte in der Vergangenheit geliefert hat, werden alle Galaxy S-Modelle höchstwahrscheinlich größer. Und ich lese euch einfach mal kurz vor, welche Display-Spezifikationen hier die Runde machen, und zwar 6,2 bis 6,4 Zoll beim kleinen, also beim S11e, statt wie jetzt 5,8 Zoll. Das normale S11 soll 6,7 Zoll statt 6,1 Zoll bekommen. Das entspricht dann schon fast der Größe vom Note 10 Plus. Und beim S11 Plus bekommen wir 6,9 Zoll. Im Prinzip befinden wir uns damit fast bei 7 Zoll statt wie jetzt 6,4 Zoll. Das ist eine ordentliche Menge, das ist eine ordentliche Steigerung. Höchstwahrscheinlich hat man irgendwie auch dafür sorgen müssen, dass der Akku jetzt größer wird, da man bei allen Modellen 5G verbaut hat und hat sich dann gedacht, okay, dann machen wir die Geräte einfach noch ein Stück größer. Sollte das aber stimmen und wie gesagt, Blass ist da durchaus zuverlässig, was solche Gerüchte angeht, dann werden die kommenden Galaxy S-Flaggschiffe wirklich ziemlich groß. Und wenn ich überlege, dass selbst das normale S11 so groß wie das aktuelle Note 10 Plus ungefähr, das hat 6,8 Zoll, wird, dann ist dann doch schon eine ordentliche Hausnummer. Ich hätte eigentlich gedacht, dass nach dem Trend der letzten Jahre, in dem die Flaggschiffe immer größer wurden und dann jetzt in diesem Jahr auch kompakte Modelle wie das Pixel 4 oder auch das S10e selbst ist ja auch ein sehr, sehr kompaktes Modell, der Trend vielleicht auch wieder ein bisschen in diese Richtung gehen wird, aber vielleicht bin ich damit allein. Ich weiß es nicht. Schreibt mir auch gerne mal, was ihr dazu denkt. Aber ich persönlich bevorzuge es dann doch auch, ein etwas kompakteres Flaggschiff zu haben und nicht Modelle, die
über 6,5 Zoll groß sind und in Richtung 6,9 Zoll gehen. Es wird ein neues Displayformat geben, höchstwahrscheinlich. Also wir werden von 19:9 Seitenverhältnis zu einem 20:9 Seitenverhältnis höchstwahrscheinlich wechseln. Das bedeutet, dass die Geräte relativ schmal bleiben werden, also dass sich in der Breite nicht so viel ändern wird, aber in der Länge, also ein 7 Zoll großes Display mit 20:9 Format, das ist relativ lang. Und ich weiß nicht, mit einer Hand, selbst mit One UI kann man das dann nicht mehr wirklich gut bedienen. Finde ich persönlich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass die Größe maximal so bleibt, vielleicht sogar auch ein bisschen kompakter wird. Aber so wie es aktuell aussieht, scheint Samsung sein Flaggschiff im nächsten Jahr eine ganze Ecke größer zu machen. Das war's mit den aktuellen Leaks und Gerüchten zum Galaxy S11 Lineup. Ich werde euch auf diesem Kanal natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Hinterlasst mir also auch gerne ein Abo. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.